Ich zeige dir heute eine wundervolle vegane Alternative zu Rührei. Dafür brauchst du nur wenige Zutaten und du kannst es dir in wirklich kurzer Zeit eben mal zubereiten. Natürlich ist ein Ei nun mal eben ein Ei. Aber ich verspreche dir, dass diese vegane Variante zumindest geschmacklich auf jeden Fall absolut mithalten kann. Eine der wichtigsten Zutaten ist hier Tofu. Tofu Natur. Und ja, ich weiß, mit Tofu ist das so eine Sache. Nicht alle mögen ihn oder haben gute Erfahrungen damit gemacht. Zuerst zerdrücke ich mit einer Gabel 200 Gramm Naturtofu. Bei Tofu gibt es zwei wichtige Dinge. Zum einen kommt es sehr auf die Zubereitung an, zum anderen aber auch auf das Produkt an sich. Das ist übrigens bei allen Sojaprodukten wichtig, denn auch hier gilt, Bio ist nicht immer gleich Bio. In der Infobox habe ich vermerkt, welchen Tofu ich verwende. Ich bekomme dafür kein Geld und habe auch keinen Sponsoring-Vertrag. Hier bin ich einfach vom Herstellungsprozess wie auch von der Qualität überzeugt. So, jetzt aber zum veganen Rührei zurück. Außer dem Tofu brauchst du noch Olivenöl, mildes Currypulver, Paprikapulver edelsüß, Kurkuma-Pulver, optional getrocknete Kräuter, bei mir ist es hier Bärlauch, ganz normales Salz und sehr wichtig, das aus Indien stammende Kala Namak Salz. Das verleiht dem Tofu diesen für Eierspeisen so typischen, leicht schwefeligen Geschmack. So, den Tofu also in den Topf. Dann ungefähr einen Esslöffel Olivenöl. Circa einen Teelöffel Paprikapulver. Und ungefähr einen Teelöffel Currypulver und ein gestrichener Teelöffel Kurkuma. Das Kurkuma-Pulver sorgt gleich für eine eidottergelbe Farbe. Noch etwas ganz normales Salz. Hier lasse ich nun noch etwas getrockneten Bärlauch rieseln. Du kannst aber auch Petersilie, Schnittlauch oder ähnliche Kräuter nehmen. Natürlich auch frische. Oder aber du lässt die Kräuter ganz weg. Und jetzt ganz wichtig, noch circa 2 Prisen Kala Namak. Nimm hier bitte nicht zu viel. Alles bei mittlerer Flamme auf den Herd und langsam erwärmen. Immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt. Hier noch ein Tipp von mir. Du kannst kurz bevor dein veganes Ei fertig ist, noch mit einem kleinen Schuss Reismilch oder Sojamilch ablöschen. Und fertig ist das vegane Rührei. Es schmeckt noch warm auf einem Brot. Wenn etwas übrig bleiben sollte, dann peppe ich damit manchmal auch Salate auf.
Das schmeckt super. Vielleicht brätst du ja bald auch dein veganes Rührei. Das würde mich freuen.